So, hallöchen und willkommen zurück beim Überlebenssimulator. Wir haben einen wunderschönen Bogen, wir haben wieder Pfeile, wo ich jetzt ausprobieren wollte. Hier, wenn ich linke Maustaste drücke, ohne die rechte zu drücken, will sie irgendwas herstellen. Nur haben wir leider kein Holz. Was haben wir hier? Ein Jahr lang ritt ich mit einer Armee der Mongolen, als Abgesandter des Trinity-Ordens. Ihr Khan ist ein großer Kriegsherr, wenn er auch Heide ist. Unter meinem Einfluss wurden Nationen gestürzt, Städte verbrannt und Prinzen getötet. Immer auf der Suche nach dem Propheten. Unser Massaker an den Rus war nicht umsonst, denn unter der Beute fanden wir endlich die Karte. Und jetzt... Heute Morgen, nach langer Zeit in den Bergen, sahen wir Gebäude in einem grünen Tal, umgeben von Eis. Wir haben Kitesh gefunden. Ich erzähle dem Khan von den Reichtümern, die ihn erwarten, und das treibt ihn an. Aber der wahre Sieg wird Gott gehören, wenn wir die Lügen des Propheten von der Erde tilgen. Endlich wird die göttliche Quelle uns gehören. Ihr seid alles fanatische Spinner und könnt mich kreuzweise am Arsch lecken. Die gefallen mir überhaupt nicht. Da drin war nichts, da konnten wir nicht rein. Hier haben wir noch ein Nest. Da haben wir noch ein Nest. Wir haben jetzt gleich wieder einen Haufen Federn, aber kein Holz. Da oben blinkt irgendwas. Es ist hier nur ein Suchen. In der letzten Folge schon, jetzt geht das hier weiter. Oh, cool. Leder. Ach, hier wollte man die Inschriften lesen, ne? Diese Buchstaben sehen mongolisch aus. Aber ich kann nicht lesen, was sie bedeuten. War ja klar. Ja, wie schießt mir das da runter? Dann müssen wir doch von hier machen, wa? Oh, das ist ja fies. Kriegen wir... Na, da kriegen wir auch nicht Pfeile wieder, ne? Ich habe gerade zwei Pfeile verschossen, dann zu erfahren, dass meine Pfeile voll sind. Meine Federn. Wie unangenehm. Das ist sehr, sehr... unangenehm. Ich kann mir hier nicht doppelt dran. Ich wollte doch gerade sagen, genau dafür ist es doch da. Da oben ist schon wieder ein Nest. Wir lassen jetzt die Nester in Ruhe. Wir können eh keine Federn aufsammeln. Wir brauchen noch Holz. So, und wir gehen jetzt mal hier runter. Ist das wieder so ein Grab? Gibt's das? Sieht so aus, oder? Hallo? Dorngestrüpp? Kommen hier Tiere raus? Werde ich gleich überrannt? Was bist du denn? Minenarbeiter? Ja. Na, heb auf. Ich habe aus dem Blutbad im Grab des Propheten gelernt, was ich konnte. Meine Brüder wurden alle irgendwann in den letzten Tagen getötet. Die Anhänger des falschen Propheten starben hier zu Hunderten, waren aber schließlich siegreich. Ich habe das Grab so gut es ging versiegelt und den Männern im nahen Dorf gesagt, dass der Prophet endlich tot sei. Ich drohte ihnen etwas und sagte, dass dieser Ort geheim bleiben müsse. Ich weiß nicht, ob der Prophet überlebt hat, aber ich folge ihren Spuren. Niemand entkommt dem Trinity-Orden. Der Prophet lebt tatsächlich noch? So alt sieht die Leiche nämlich gar nicht aus. Und er war hier. Was ist das denn? Wir können auch noch Erz finden. Ernsthaft? Ach du Heilige, das kann ja bei mir ewig dauern. Na, da bin ich ja mal gespannt, ob ich da nicht irgendwann die Faxen dicker haben werde. Wir haben dort nichts vergessen. Naja, wir haben ein bisschen Russisch gelernt. Und unser Erzvorrat ist gestiegen von 0 auf 4. Gut. Da ist ein Baum.
Da können wir gleich nochmal Pfeile herstellen. So, das können wir gleich mal probieren mit dem. Das ist cool. Das ist ziemlich cool. Haben wir da oben schon mal? Nein. Noch mehr Russisch lernen. Nee, Mongolisch. Wir haben den Bewohnern der Talstadt gesagt, dass wir am Morgen angreifen. Dabei werden wir beim Mondaufgang hinter dem Karasch vorrücken. Die Gefangenen aus den Schlachten im Westen werden unseren Vormarsch wie ein Schild decken. Wenige haben den langen Marsch durch die Berge überlebt, aber die übrig gebliebenen werden uns gute Dienste leisten. Die Stadt liegt glitzernd vor uns. Wir werden sie im Sturm erobern und mit unserer Beute heimkehren. Ja, wenn du das sagst. Wir sind jetzt... Ich wollte gerade sagen, wir sind jetzt Mongolisch Stufe 1. Stimmt ja jetzt nicht so. Klingt ein wenig komisch. Aber wir können jetzt Mongolisch. Und zwar auf Stufe 1. Wie so ein Rollenspiel. Ich hab Mongolisch auf 1. Karte aktualisiert. Ja, nee. Ist jetzt nicht so das, was ich mir erhofft habe. Ich habe so ein bisschen noch auf Hintergrundstory gehofft. Ich finde den ganzen Text jetzt ziemlich cool. So, wo ist denn dieser komische Monolith? Wir gehen jetzt doch zum Monolithen, dann gehen wir. Wirklich, versprochen. Die Inschrift gilt vor allem einem Sieg im Kampf, aber sie haben wohl etwas in der Nähe zurückgelassen. Wir haben hier Münzverstecke. Wollen wir die Münzverstecke noch gucken? Wie konnte ich denn nochmal... Irgendwie konnte ich auf der Karte markieren. War es nicht Leertaste? Steuerung, C, Shift. Shift ist Option verlassen. Gut. Who cares? Dann halt nicht. Das ärgert mich. Ich gucke auch trotzdem nochmal nach. Was ist denn das? Kann ich hier markieren? Nee. Zentrieren, Kartenlegende, bla bla bla. Ja, du lass mich in Ruhe lassen. Oder können wir nicht markieren, weil wir nicht unser GPS ist? Das haben wir doch da, oder? Klettern Sie Baumstämme hinauf und Lichter ist bla 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 bla. Das haben wir die ganze Zeit schon gemacht. Aber gut. Folgen wir dem roten Licht. Halb so schlimm. Sie schleicht. Das ist ein Gegner. Störungen bei der letzten Übertragung. Haben Kontakt zum Erkundungsteam auf dem südlichen Grat verloren. Ich persönlich wäre für Laufen. Hey, ich habe das Quicktime-Event geschafft. Der Bär ist aber fix unterwegs. Was ist denn das für ein Agro-Biest? Komm, 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 komm. Komm, hack ihm die Pfote ab. Komm, hau ihn. Du Heilige! Du Mistvieh! Oh, jetzt bin ich doch gerade hochgekommen. Lara, du hast wohl mal wieder die Tür nicht gefunden. Aber so geht's doch viel schneller, Dad. Komm her, du kleines Äffchen.
Gehst du jetzt wieder auf ein Abenteuer, Dad? Ja, mein größtes bisher. Also ich finde, ich wäre die perfekte Assistentin. Oh, wirklich? Und es gibt niemanden, den ich lieber dabei hätte. Aber diese Sache ist zu gefährlich. Lara, hör mir zu. Eines Tages wirst du in dieser Welt große Spuren hinterlassen. Du wirst mich so stolz machen. Einen Moment, Schätzchen, ich muss da rangehen. Uns geht es schon wieder dreckig. Heilende Ressourcen. Sammeln Sie Kräuter und Stoff, um eine heilende Salbe herzustellen. Dann großartig. Diese Blätter sollten die Blutung stillen. Ja, deswegen nehmen wir die Beeren. Ja, wo finden wir jetzt einen Verband? Ist da ein Dorf? Eine Hinterlassenschaft aus dem Kalten Krieg. Was treibt Trinity da unten? Okay. Muss da reichen. Mehr mongolische Ruinen. Der Weg scheint ganz hindurch zu führen. Ich muss an den Bären vorbei. Finden Sie einen Weg, den Bären zu besiegen. Tolle Idee. Vielleicht kriegen wir dadurch einen Haufen Leder. Wo ist er denn? Also ich würde ja mit einem Pfeil drauf schießen, so Richtung Kopf. Diese Pilze sind Fliegenpilze. Ich könnte ein Gift daraus herstellen. Aus Fliegenpilzen? Okay, cool. Was du nicht alles kannst. Da war doch gerade noch ein Pfeil. Na. No. Oh, wir hätten auch Dual-Wielding das Vieh kaputt hauen können. Bergung ist gut. Was haben wir dich vermisst? Sekunde. Wir sind hier. Schon wieder. Ich weiß zum Glück, wo wir das letzte Mal Pilze gesehen haben. Gebt mir eine Sekunde. Dort in der Höhle. Da habe ich doch einen Haufen Fliegenpilze gesehen. Hier. Das Gift stellen wir gleich her. Finden Sie Stoff für das Giftpfeil-Upgrade. Jetzt müssen wir auch noch Stoff suchen. Sind hier noch irgendwo Pilze? Seht ihr was? Ich nicht. Ich hätte auch so machen können. Da ist noch mehr Erz. Ja, sehr großartig. So, jetzt aber. Jetzt aber. Oh, wo finden wir denn jetzt Stoff? Moment, wir hatten doch hier unsere Karte. Wo wir immer noch nichts markieren können, ne? Ach, wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare, wie man hier Sachen markiert. Ich habe irgendwie Leertaste im Kopf. Aber scheinbar ist dem nicht so. So. Da irgendwo rechts sollen Münzen sein. Ah ja, ich sehe sie genau. Just hier. Hä? Lass mich rollen? Da unten. Huch. Flo, du sammelst ja doch Sachen. Ja, sorry. So, Stoff wollte ich aber eigentlich. Was ist das? Höhle, Relikt, Relikt. Ist das ein noch nicht gefundenes Dokument? Ist ein noch nicht gefundenes Dokument. Vielleicht finden wir auf dem Weg ein wenig Stoff. Da ist doch Stoff. Können wir den Stoff mitnehmen, Lever? Ginge das? Der hängt zu hoch, ne? Nein, ich wollte Q drücken.
Wachsen die Bäume nach? Mann, ich will Q drücken. Warum drücke ich denn nicht Tab? Da hinten finden wir scheinbar Stoff. Aber ich habe hier doch... Hä? Achso. Mehr Heilbeeren. Ich wollte diese Beeren schon von Anfang an einsammeln. Ich habe sie gesehen und dachte mir, Heilbeeren. Aber erst jetzt hat sie begriffen, ja, wir könnten ja Heilbeeren gebrauchen. Jetzt, hat mich ein Bären gefallen hat, scheint er hier doch gefährlich zu sein, als ich dachte. Ja. Wer braucht schon eine Karte, die Mützen finde ich... Stoff, okay. Jetzt kann ich hier die ganze Zeit rumdümpeln und Stoff suchen. Das Dokument würde ich gerne noch mitnehmen. Die sind immer ziemlich spannend und interessant und zeigen uns mehr, wie schrecklich dieser Trinity-Orden doch ist. Von daher wenden wir uns jetzt nach hier hin. Jetzt nach links. Also hier hin. Genau. Folgen dem Weg und finden hoffentlich gleich ein Dokument. Hier? Ah. Natürlich hier. Der Prophet und seine Anhänger sind im Schutz der Nacht gereist. Auf einem gewundenen Pfad entlang der Grenze des östlichen Reiches. Ich weiß nicht, wohin sie wollen. Und ich vermute, sie wissen es auch nicht. Aber sie wissen, dass wir sie jagen, bis die Ketzerei ausgelöscht ist. Das Gesindel im Grenzland gibt ihm Unterschlupf. Und ich finde es seltsam, dass mir keiner, der ihm geholfen hat, etwas von Belang sagen will. Selbst wenn ich mit dem Zorn Trinities drohe oder ihnen ein Messer an die Kehle halte, schweigen sie weiter. Sie sterben, ohne zu verraten, was sie wissen. Der Prophet hat eine seltsame Macht über andere. Noch ein Grund, ihn zum Schweigen zu bringen. Oh, sind das widerliche Kerle. Wenn ich die sehe, werde ich kein Mitleid zeigen. Halt! Company, halt! Ich glaube, ich mache hier mal eine längere Folge, weil wir hier einen Haufen Zeug sammeln. Und das will ja keiner sehen, eigentlich. Also ich finde es jetzt nicht wirklich spannend. So persönlich. Hier ist noch mehr Bärengesgut. Yay! Sollte ich doch etwas anfangen können. Ich soll okay. Ins Camp und es versuchen. Jetzt haben wir genug Sachen, glaube ich. Da hinten blinkt noch was. Ich bin wie so eine Motte, die zum Licht will. Oder eine Elster. Glitzer. Ist da Stoff drin? Ne, Münzen. Schon wieder Münzen. Nee. Hier sieht aber auch alles gleich aus. Jeder Busch, jeder Baum, als könnte ich alles hier mitnehmen. Achso, hier waren wir ja schon mal. Hier dürfte ja eigentlich nichts sein. Ein paar Tiere, aber ich habe jetzt wenig Lust, jedes einzelne Tier hier wegzuschießen. Mal gucken, vielleicht mache ich das auch irgendwann mal offscreen. Ein paar Tiere jagen. Wirklich spannend und gefährlich ist so eine Jagd ja nicht wirklich. Nutzen Sie das Inventarmenü, um Gefallen herzustellen. Gleich. Wir haben noch ein Fähigkeits... Ja, ist gut. Dann machen wir dämliche Giftpfeile. What the fuck? Pfeile, die beim Einschlag eine Giftwolke freisetzen. Falls die Todeswolkenpfeile Fähigkeit bekannt ist, werden bei der Herstellung Pfeile des verbesserten Typs produziert. Cool. Wir haben Giftpfeile! Yay! Töten wir halt damit den Bären. So, wie war das mit den, mit der Fähigkeit für Giftpfeile? Kann man die hier schon irgendwo aktivieren? Sieht nicht so aus, ne? Nö. Kämpfersachen interessieren mich jetzt nicht wirklich. Pfeile wiederfinden allerdings schon. Das nehmen wir. So, Waffen-Upgrade. Wir können unseren Bogen, glaube ich, verbessern. Kann das sein? Wir
konnten unseren Bogen verbessern. Hätten wir nicht. Oder können wir. Das hier können wir verbessern. Unsere Kletteraxt. Umwickelter Griff. Ein lederumwickelter Griff verbessert den Griff beim Führen mit einer Hand, wodurch beidhändig ausgeführte Nahkampfangriff-Kombos möglich sind, die sogar gepanzerte Feinde niederschlagen. So viel zu Dual Wielding. Kann man das gleich ausprobieren? Geht das? Was? Muss mich ausholen. So kalt. So müde. Nein, du hörst mir zu. Diese Entdeckung ist zu bedeutend. Ich schere mich keinen Deut um meinen verdammten Ruf. Wie kannst du es wagen, mir zu drohen? Nach allem, was ich für dich getan. Hallo? Hallo? Dad, was ist passiert? Diese Narren! Du machst mir Angst. Ich bin nah dran, Lara. Nah dran an etwas sehr Wichtigem. Eines Tages wirst du es verstehen. Ich will das gar nicht verstehen. Ich will nur, dass du aufhörst. Sei wieder mein Dad. Oh, mein Lieber. Sophia, lauf weiter. Na los, wir haben sie. Lauf weiter! Los! Schnappt sie euch! Diese widerlichen Dreckschweine. Oh! Feuer im Wald! Lauft, es brennt! Tolle Leistung. Wo sind wir? Alle Teams melden. Wie ist die Lage? Over. Hier ist noch ein Camp. Das Feuer war noch warm. Sie können nicht kalt sein. Over. Okay, krass. Zentrale, wir schwärmen aus, um die Spur aufzunehmen. Roger, aber sie scheinen sich zurückgezogen zu haben. Das Primärziel ist... Ich habe das Gefühl, Lever ist etwas gestärkt aus dem letzten Mal hervorgegangen. Schleichen oder kämpfen sie sich an den Trinity-Soldaten vorbei zur Höhle? Wir können also jetzt Büsche und so als Versteck nutzen. Das ist ja mal sowas von Assassin's Creed. Shit. Macht Meldung. Die Einheimischen haben Seilfallen gestellt. Wir haben geplant, dass wir ihnen folgen. Das war gar kein Rückzug. Das war eine Falle. Sie sind noch da draußen. Den holen wir uns. Brinker hat's erwischt. Toll, eine Herausforderung geschafft. Leichenblüten an. So, Kartenpacks, das klingt ja spannend. Ja, wir werden jeden einzelnen von diesen Dreckskerlen töten, die haben nichts anderes verdient. Langsam, leise, wie ein Schatten. Klemm dich ans Funkgerät, versuch die Anlage reinzukriegen. Beim letzten Signal wurden sie angegriffen, dann kam nichts mehr. Das war kurz nachdem uns die Einheimischen bei den Ruinen erwischt haben. Dann kam ihr Rückzug von der Anlage. Das war eine organisierte Finte. Sie wollen uns aufteilen. Die Spionage-Crew hat das versaut. Das sind keine Bauern. Ja, das ist Guerilla-Taktik. Die wussten, dass wir das Pumpsystem angreifen müssen, sobald wir hier waren. Shit.
Wir brauchen ein Aufstandsbekämpfungsprotokoll. Da sprengt den Zeitplan. Konstantin wird nicht begeistert sein. Ist aber besser, als sich im Dunkeln abknallen zu lassen. Das sind richtige Profis. So, den werden wir gleich uns holen. Das dürfte von denen unbemerkt bleiben. Ach nee, ah, oh, der bleibt ja da stehen. Da hinten hätten wir uns holen können. Pass mal auf, wir gehen da hoch. Erstmal gucken, ob der hier irgendwo noch besonders hin möchte. Mit etwas Glück kommt er in unsere Richtung. Mit etwas Pech der da hinten auch. Aber ich sehe im Moment nicht. Komm schon, ein bisschen schneller. Jetzt. Rein mit dem, genau. So, dann hätten wir den auch. Jetzt gehen wir hier hoch. Da oben ist irgendwo der andere. Seht ihr ihn? Ich sehe ihn nicht. Der wird hier unten irgendwo gleich sein. Ach, wir können gleich auf ihn draufhüpfen. Gleich. Alle Teams Augen offen halten. Die Einheimischen haben im Wald Fallen gelegt. Oh, den nächsten erwischt. Nur die in der Mitte dürften jetzt ein Problem werden. Wobei, die könnten wir, glaube ich, auch von da oben. Ah, wie unauffällig ist das? Merken die uns, obwohl kein Mensch guckt nach oben. Das heißt, wir könnten... Oh, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Mit Pfeilen lassen sich Feinde ablenken. Mit Pfeilen lassen sich Feinde ablenken? Moment, ich schau mal nach. Sehr schön. Vorsichtig. Ein Pfeil. Ich glaube, wir haben jetzt alle. Ein Pfeil. Ah. Tja, in dein Gesicht. Müssten, glaube ich, alle gewesen. Die da hinten sind ja noch mehr. Halb so schlimm. Wir wollten, glaube ich, eh nur zu dieser Höhle. Genau. Aber wir wollten ja jeden von denen töten, ne? Verdient haben sie es. Wir machen uns bereit. Ich war auf dem ersten Flug nach Sibirien, um die alte Sowjetanlage zu schützen. Jetzt kommen jede Minute mehr an. Konstantin hat für die Neuen eine Rede gehalten. Ich habe mir das angesehen. Ich höre ihm gern zu. Wird nie langweilig. Der Glaube war nie was für mich. Das waren immer nur Worte. Das hier ist mehr. Es ist die Wahrheit. Ich war kaputt. Aber Trinity macht uns wieder ganz. Gibt uns ein Ziel. Eine neue Welt wartet. Selbst die, die nicht glauben, werden eine Rolle spielen. Die haben aber auch alle so eine tiefe Stimme. Okay, ihr tretet den Trinity-Orden bei. Stimmbänder-Operation. Na gut, die zwei da hinten können wir uns auch noch holen und dann... Abmarsch! Ich hoffe, das wird uns jetzt nicht zu Verhängnis. Hallo. Achtung, das Uplink ist noch defekt. Es gibt Störungen bei allen Übertragungen. So, den umrunden wir. Entdeckt ihr die Leiche? Geht er da hin? Wo ist er hin?
Hä? Was war das denn? Wir haben das Erkundungsteam noch nicht gefunden. Das ist immer noch unser Primärziel. So, ich glaube, wir müssten jetzt alle haben. Hier wird uns nichts mehr gefährlich. Ich wollte Q eigentlich drücken. Hab schon wieder Tab gedrückt. Höhle. Wieder zum Bären? Wahrscheinlich, wa? Moment. Wir können auch die Lichter ausmachen. Das ist schon mal cool. Wir müssen bestimmt wieder zum Bären. Genau. Verdammt, er ist noch da. Naja, der wird seine Höhle nicht einfach so verlassen haben. Nicht so, wie der kämpft. Na dann... Komm zu Mama! Sekunde, hier ist noch Bergungsgut. Toll. Heilbeeren. Ich würde erstmal gerne die Heilbeeren einsammeln, falls wir uns heilen müssen. Klingt logisch, ne? Warum? Was können wir hier tun? Keiner weiß es. Okay. Wo ist der denn? Zu eng zum Kämpfen. Ich locke ihn raus. Gib mir Zeit. Komm. Na komm! Wo bleibst du? Stirb endlich! Bärenfell. Stellen Sie in Lagern aus Bärenfell hochentwickelte Ausrüstung, spezielle Outfits und verbesserte Waffen her. Meins? Du dämliches Mistvieh. Du wirst jetzt mal fertig? Einmal Bär. Sehr schön. Na dann können wir jetzt in die Höhle. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Hier ist noch Holzstumpf. Bringt mir irgendwas? Hä? Ach so. Ergibt Sinn. Pilze im Stamm. Ich hab doch gerade wieder Schritte gehört, oder? Das war noch nicht meine eigenen. Egal. Was soll's? Wir haben genug von denen gekillt. Halt! Okay, Mädels. Leva ist in the house. Hübsch hier. Hat sich der Bär hier schön eingerichtet. Oh, da ist eine große Truhe. Na, dass da noch Fell, also Leder übrig ist, ist erstaunlich. Eine sowjetische Kiste. Хорошо. Teil für eine halbautomatische... Entschuldigung, Pistole. Stellen Sie Truhen auf, um Waffenteile und Upgrade-Werkzeuge zu finden. Sammeln Sie alle Teile einer Waffe, um sie zu, in Basislagern freizuschalten. Ja, drei fehlen ja nur noch für die halbautomatische Pistole. Ist ja quasi nichts. Der flüchtige Prophet hat das Reich verlassen und bewegt sich nach Norden. Ich bin jetzt in unbekanntem Gebiet. Der Trinity-Orden war deutlich. Ich soll dem falschen Propheten und seinen Anhängern ans Ende der Welt folgen und die Ketzerei auslöschen.
Ich wollte ihn vor Monaten eingeholt haben, aber er entkommt mir. Er durchquert das Land der Chasaren und den Kaukasus. Hier bin ich im Nachteil. Ich spreche ein Dutzend Sprachen des Reiches, aber im Hinterland kann ich oft lediglich mit dem Schwert kommunizieren. Der Prophet, so scheint es, spricht jede Sprache wie seine Muttersprache. Der Kerl, der den Propheten gejagt hat, schien ziemlich gut in dem zu sein, was er getan hat. Na gut, wir haben den Bären besiegt, wir haben Giftpfeile, wir haben noch mehr Probleme auf dem Hals. Von daher, ein schöner Moment, die Folge zu beenden. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao.